Mein Name ist Ewald Kommann. Ich leite die Regionalgruppe in Solothurn und habe auch ein paar Erfahrungen, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar das erste war vom Biomarkt in Zofingen im letzten Jahr. Da kam ein gesetzter Herr, also ich noch berufstätig, aber schon kurz vor der Rente, auf mich zugeschossen in echter Empörung vom Fachmann. Was erzählt ihr für einen Blödsinn? Ich bin Wirtschaftsprüfer, ich weiß, wie das geht. Jetzt möchte ich aus erster Hand hören, was ihr sagt. Ich habe es ihm erklärt, habe gesagt, ich freue mich, dass ein Fachmann kommt, weil dann könnte ich gerade direkt mit den Buchensätzen anfangen. Nach 3 Minuten hat er unterschrieben. Er war sehr nachdenklich und hat gesagt, er findet es eigentlich tragisch, dass er 30 Jahre in, oder 35 Jahre in der Branche tätig ist und die Grundlagen nicht kennt. Ich denke, genau solche Leute sind für uns wichtig, weil die sind Multiplikatoren in ihrem persönlichen Umfeld. Die sind als Fachleute anerkannt und die, als eine Stunde vorher hätte er gesagt, das sind alles Dilettanten und so weiter. Eine Stunde nachher hätte er gesagt, ja, ich habe gerade unterschrieben. Das zweite war dann in Solothurn in der Innenstadt, wo ich diesen Sommer öfters unterwegs war. Da habe ich gemerkt, also kurz vor Ladenschluss ist es fast sinnlos. Die Leute wissen, die Läden haben noch eine Viertelstunde offen und sie müssen noch in Drehläden. Da hatten keine Zeit. Dann bin ich 1-2 Stunden früher hingegangen und da sind dann die Frauen mit ihren Kinderwägen. Die Kinder rennen nicht so schnell, das heißt, die Frauen rennen auch nicht so schnell. Und vor allem, sie haben auch Zeit, weil die Läden haben noch länger offen. Und da war ein Ereignis mit einer Frau mit einem sehr kleinen Säugling. Der habe ich erst erklärt, dann hat sie gesagt, ja, okay, und unterschreibt sie. Dann habe ich das Blatt der entsprechenden Gemeinde rausgesucht und sie hat dann geschaut, ja, der Text und da haben schon Leute unterschrieben. Dann kam die Frage, ja, der oben dran, wann hat er unterschrieben? Dann habe ich gesagt, ja, ich muss kurz gucken, war ja wahrscheinlich am Abend vorher oder 2 Abende vorher. Sie konnte nicht mehr so richtig sprechen. Ich habe gemerkt, irgendwas Emotionales geht davor. Dann hat sie gesagt, sei ihr Ex-Freund. Aber sie hat unterschrieben, aber nichts mehr weiter gesagt. Wie wichtig Referenzpersonen sind, habe ich dann auch verschiedentlich gemerkt. Bei Leuten, die gesehen haben, ein Schüler da hat unterschrieben, bei kleineren Dörfern, der Bruder eines Regierungsrates. Ein Anarchist irgendwo, ein bekannter Anarchist scheinbar. Oder eine Frau, die direkt auf mich zugeschossen kam, endlich sieht sie mal jemanden, wo sie unterschreiben kann. Sie sei aus einem Innerschweizer Kanton mit tiefen Steuern. Ihr Freund arbeite bei einer größeren Bank und sie hätte extra einen Artikel vom Franz-Weber-Journal mit in die Ferien genommen, um den mit ihrem Freund zu diskutieren. Und sie haben sich dann geeinigt, dass sie die Initiative unterschreiben, haben aber irgendwie keine Gelegenheit dazu gefunden. Sie hat sich sehr gefreut. Ich muss auch sagen, bei mir war es die erste Initiative, die ich mitgemacht habe, wo es darum ging, um zu sagen, wie viele Unterschriften man sammeln will, habe ich dann mal geübt beim Referendum gegen die FATCA, das FATCA-Abkommen. Das war das, das für die Schweizer Banken amerikanisches Recht gilt. Und da habe ich dann an einem kalten Dezembertag bei gefrorenen Temperaturen und wirklich Wind noch in 1 Stunde 10 Unterschriften gesammelt. Da habe ich gesagt, wenn das geht, dann kann ich auf jeden Fall 500 zusagen ohne ein Risiko. Und es wurden dann nachher über 1500. Aber ich meine, es braucht eben viele Leute, die sonst noch unterwegs waren. Und als ich dann die letzten Tage mal die Statistik angeschaut habe, wo aufgeführt war, in den einzelnen Gemeinden, wie viele Stimmen kamen, habe ich gesucht, wo hat es denn wie viele Stimmberechtigte. Das ist nicht ganz einfach, wenn man dann eine Tabelle will, weil das gibt es eigentlich nicht richtig. Und ich habe dann aber doch was gefunden von den Nationalratswahlen von 2011 und habe das mal für den Kanton Solothurn angeschaut. Und da kam dann raus, dass Gemeinden, die wahrscheinlich die wenigsten hier kennen, wenn man die Anzahl der Unterschriften auf die Stimmberechtigten umrechnet, auf die ersten Plätze kamen.
Kennt jemand Lüsslingen? Dornach kennen vielleicht die einen oder anderen. Rodersdorf. Mümliswil. Das sind alles Gemeinden, die über 5% hatten. In Lüsslingen sogar über 10%. Und ich denke, das ist die Basis. Also ich war nie in Lüsslingen zum Unterschriften sammeln, aber doch kamen von dort 75 Unterschriften. Das heißt, es gibt viele Leute, die heute wahrscheinlich nicht da sind, die wir nicht kennen, aber die uns helfen können, dass wir bis zur Abstimmung dann genügend Befürworter bekommen. Und eigentlich erscheint das auch nicht so schlimm, so anspruchsvoll, kann man sagen. Weil wenn jeder, der unterschrieben hat, ein Dutzend Leute überzeugt, dass sie Ja stimmen sollen, dann haben wir bei einer gewöhnlichen Wahlbeteiligung die Mehrheit. Und als Beispiel möchte ich den Ständerat Bischof von Solothurn erwähnen. Vor 2 Jahren hat er glatt abgestritten, dass es was gäbe. Christoph würde zwar solche Sachen behaupten, Christoph Pfluger, aber das sei Blödsinn. Mittlerweile ist es soweit, dass er sagt, ja, das gibt es, die Bankengeldschöpfung, aber es ist kein Problem. Ich habe ihm dann gesagt, wenn er so weitermacht auf seiner Lernkurve, wird er bis zur Abstimmung noch Befürworter. Es hat ihm weniger gefallen.